Hallo und herzliche Grüße an alle guten Menschen. Hier ist Chris Hedelmeier mit den Libyen-Nachrichten vom 23.11.2011 in deutscher Sprache aus dem Studio von World Jamahiriya Radio. Bürgern von Misdar zwischen Garian und Nafusa-Gebirge gelegen, gelang es, einen komplett munitionierten Panzer zu erbeuten. Die Besatzung des Fahrzeugs wurde in dem Kampf getötet. Die schweren Kämpfe an der tunesischen Grenze ebenso wie in der Grenzstadt zu Wara dauern unvermindert an. Der grüne Widerstand löscht dort die Ratten von Belhadsch aus. Der Anführer dieser Gang, es handelt sich dabei nicht um Belhadsch selbst, wurde bei der Zerstörung des Konvois getötet, der dieses gescheiterte Unternehmen begleitete. Gestern bestätigten grüne Patrioten die Gefangennahme des Nazi-Kolonel Mifta, Sicherheitschef von Tripoli. Mifta hatte eine zu große Klappe, denn er war dumm genug, gegenüber der militärischen Aufklärung des Widerstands auszuplaudern, dass er im Besitz einiger wichtiger Informationen wäre, was zur Verhaftung in seinem Hotelzimmer führte und schließlich zum Abtransport in Richtung grünes Gebiet. Überall im Lager der Ratten herrscht solches Chaos, dass der Widerstand nur geringe Probleme hat, einen solchen Big Bug festzunehmen. 2011 findet eine wichtige Gerichtsverhandlung in Brüssel statt. Der Internationale Strafgerichtshof prüft eine Klage des Gaddafi-Verwandten Khalid Hamidi gegen die NATO. Die kriminelle Allianz wird der Tötung der Angehörigen Khalids beschuldigt. Diese inhumane Tat wurde von der NATO am 20. Juni 2011 verübt. NATO-Vertreter versuchen sich damit zu rechtfertigen, dass sie mit der Hilfe von Bomben Gaddafi ausfindig machen wollten. Aus diesem Grund sei das Haus von den NATO-Luftstreitkräften getroffen worden. Nun, das scheint eine extrem billige Ausrede zu sein, die den Vorwurf nicht entkräften, sondern sogar noch bestätigen und sogar erschweren wird. Tatsächlich waren im Moment, als das Haus getroffen wurde, folgende Personen anwesend: die schwangere Frau von Khalid Hamidi, ihre dreijährige Tochter, die an jedem Tag Geburtstag feierte, sowie zwei ältere Töchter im Alter von 4 und 6 Jahren. Neben der Familie waren noch 13 Gäste und Verwandte vor Ort. Sie alle sind tot. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur ITA-TASS ist Kamis, der jüngere Sohn von Gaddafi, am Leben. Dies erklärte ein Vertreter des Ministeriums für Übergriffe in der Rattenregierung. Er reagierte damit auf eine Erklärung betreffend seines anderen Sohnes des libyschen Revolutionsführers Saif al-Islam, der Ende letzter Woche von den Gangstern entführt wurde. Wie er sagte, sei der Aufenthaltsort von Kamis Gaddafi ermittelt worden. Angeblich halte sich dieser 90 Kilometer östlich von Tripoli auf. Und dieser, so die Behauptung weiter, würde in naher Zukunft gekidnappt werden. Die Rebellen haben den Tod von Kamis, der die Jamahiriya-treuen Kräfte in verschiedenen Teilen des Landes kommandiert, schon viele Male verkündet. Und alle diese Statements haben sich als gewöhnliche Rattenlügen erwiesen. Also ist schon jeder daran gewöhnt. Es hat sogar etwas Witziges. Kamis soll 90 Kilometer südöstlich von Tripoli auf seinen Arsch sitzend Münzen mit Anrufen bei der sogenannten Übergangsregierung verschwenden, damit sie kommen, um ihn zu holen. Was für eine dummdreiste Lüge, die Widerstandsführer bleiben an keinem Ort länger als nötig. Grüne Widerstandskämpfer haben den Hafen von Brega befreit und ihre Position in der Stadt gesichert. Brega war die Hauptbasis für den Ölexport in westliche Länder. Angriffe der Patrioten in Tripoli gehen weiter voran. Es ist Panzerfeuer zu hören und die Explosionen an der Straße zum Flughafen lassen nicht nach. Der Beschuss mit schwerer Artillerie wird fortgesetzt. Am Ende dieser Nachrichten eine bittere Anekdote. Eine Gruppe friedlicher westlicher Wissenschaftler haben eine Reihe von Experimenten abgeschlossen und kamen zu dem Schluss, dass das Vorhandensein von Erdöl in Verbindung mit einer schwachen Luftabwehr ein Land unweigerlich in die Demokratie führt. Das waren die Libyen-Nachrichten in deutscher Sprache von und mit Chris Hedelmeier im Studio von World Jamahiriya Radio. Die Befreiung Libyens geht weiter. Bis zum nächsten Mal.